bin jetzt seit gut 30 Jahren Hip-Hop und ich bin seit fast 20 Jahren aktiv. Also wirklich, dass ich meine Rolle in dieser Szene spiele, sie gefunden habe. Und als Journalist, also quasi als Geschichtenerzähler oder als Projektor für das, was in Hip-Hop passiert, bin ich unterwegs. Die Idee war es, auf eine Hip-Hop-Reise durch Deutschland zu gehen. Wir haben angefangen mit der Reise in München, wo ich direkt im Prinzip vom Flughafen in die Innenstadt gefahren bin, um mich mit Roger vom Blumentopf zu treffen. Roger ist von der Crew Blumentopf aus München, die seit Mitte der 90er Deutschrap auf ihre Art geprägt haben, angefangen als große Freestyler, aber vor allen Dingen mit Alben und Musik, die aus der gesellschaftlichen Mitte gesprochen hat. Und das haben sie gemacht und verkörpert wie kaum eine zweite Band. Natürlich bist du zu spät. Hier sind wir direkt im Zentrum. Hier hat alles angefangen. Hier haben also große Karrieren begonnen, sagst du? Ja, eigentlich haben sie ja versucht, die Karriere zu stoppen gleich. Wir haben am Anfang das immer für uns selber gemacht. Das war überhaupt nicht das Ding, dass wir jemand begeistern wollten. Die Muffathalle ist wichtig für Blumentopf, genauso wie sie für ganz Hip-Hop wichtig ist. Denn gerade wenn man nicht aus München kommt, ist sie so der Inbegriff von Hip-Hop. Jedes Mal, wenn man aus München etwas gelesen hat, war die Muffathalle der Ort, wo Konzerte oder Veranstaltungen stattgefunden haben. Und ich würde sagen, deshalb hat sie so einen wichtigen Stempel in der Hip-Hop-Landkarte in Deutschland. Wenn du so die Blumentopf-Karriere zusammenfasst für dich, was hat die Band für dich bedeutet? Ja, viel, das ist halt mein... Was, wenn du sagst, in dem Alter war das mehr, das ist ja über die Hälfte von meinem Leben. Du kommst aus der Schule, bei mir, ich habe kurz gearbeitet, aber eigentlich habe ich nur Blumentopf gemacht. Und jetzt mache ich immer noch Sound, aber natürlich war das der Alltag. Also für mich gibt es gar kein anderes normales Leben. Danke dir für deine Zeit. Ich habe nicht mehr viel. Geh ins Studio, mach ein Album. Ja. Wir machen uns weiter auf Reisen. Das war Roger, Muffathalle, München. Geschichte. Warum eigentlich Blumentopf? Ich finde, gerade beim Autofahren ist Musik ein sehr wichtiger Aspekt, denn es ist dunkel, du bist auf dem Heimweg oder du fährst zu einem Termin hin oder es ist Stau und jedes Mal gibt es, finde ich, andere Songs, die wichtig sind. Und so habe ich immer Musik, die mich nach Hause peitscht, weil sie ein bisschen lauter oder ein bisschen aggressiver ist oder auch Musik, die mich ein kleines bisschen beruhigt. Und entsprechend ist dann natürlich auch eine Playlist, denn auf den über 2000 Kilometern auf dieser Tour haben wir auch alles erlebt, von Staus bis hin zu freie Fahrt und mal gucken, wie viel das Auto kann. Wenn man den Namen David P. hört und über heutigen Hip-Hop nachdenkt, dann findet er nicht statt oder kaum. Das liegt einfach daran, weil er seit 1990 bereits Hip-Hop macht und ihn lebt und als einer der Pioniere zusammen mit seiner Crew Main Concept und dem Album Coole Scheiße so das erste Mal gezeigt hat, wie man Hip-Hop in Albumlänge machen kann. Und er ist wahrscheinlich der stärkste und beste Freestyler, den Deutschland je gehabt hat. Und deshalb ist er für mich zweifellos eine der wichtigsten Hip-Hop-Persönlichkeiten, die wir in Deutschland haben. Egal, wie groß und wie bekannt er heute noch ist. Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, Logo, ebenso. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, klar. Aber wir beide gehen auf eine kleine Reise. Wo gehen wir hin? Wir fahren in die Färberei. Also erstens ist unser Studio da, zweitens ist es ein kultureller Treffpunkt, speziell wegen Graffiti. Drittens hat die Astrid Weindl, mit der wir damals unsere Living Large Hip-Hop Jams gemacht haben, sie ist vom Beruf Pädagogin, arbeitet für den Kreisjugendring, hat die Färberei quasi als Hip-Hop-Zentrum aufgezogen vor über 10 Jahren.
Und da gehen wir hin. "58 Beats" ist genauso ein großer Punkt auf der deutschen Hip-Hop-Landkarte. Denn egal ob ein Jan Eisfeld aus Hamburg oder Künstler aus Amerika, im Prinzip hat jeder, der irgendwie nach München kommt und irgendwie Hip-Hop im Herzen trägt, sofort eine Connection, eine Verbindung zu 58 Beats, mein Konzept. Ich sag ja immer, Hip-Hop ist vergleichbar mit Jazz. Ich habe gestern Abend eine Doku geguckt über Django Reinhardt, der letztendlich dann auch inspiriert war von so Jazzplatten, die irgendein Maler, den er kannte, aus New York mitgebracht hat. Und davor hat er halt Normalgitarre gespielt, also normale Musik, so Chansons, Pariser Musik. Und dann ist er auf Jazz umgestiegen. So. Und genau so hat es den infiziert, wie uns Hip-Hop aus Amerika infiziert hat. Und heutzutage kannst du in jede Ecke der Welt gehen, es gibt überall Jazz. Und mittlerweile ist es so, es gibt überall Hip-Hop.